Weil scheinbar habe ich jetzt irgendwie ein Mädel dabei, dem ich helfen will. So, 9mm Munition. Ne? Ne, 45er, perfekt. Weil diese Billo-Pistole, die lohnt sich ja nicht wirklich, muss ich sagen. So. Haben wir alles hier unten? Ja. Mist, das ärgert mich jetzt total, dass ich diese Sequenz übersprungen habe. Das wusste ich jetzt natürlich nicht. Cool. Kann ich nicht mitnehmen. Weil ich wieder allen möglichen Scheiß mitgenommen habe. Er bewegt sich nicht. Was ist der Schalter? Haben wir hier noch irgendwas? Naja, das, ach so, ja, die Tür, klar. Was man Erwachsenen dran ziehen hier. Klack, siehst du, wie der sich bewegt. Du hast es geschafft! Also, wie ist deine Mom so? Sie arbeitet bei Umbrella. Sie arbeitet an einer wichtigen neuen Arznei. Oha. Umbrella, das riesige Pharma. Die hat das Armband. Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Das wird doch nicht hoffentlich die Chef-Troller sein, oder? Und wo ist dein Dad? Er arbeitet mit meiner Mom, aber... Ja. Alles klar, wir wissen Bescheid. Das ist die wohl. Verstauen. Er ist weg. Wow. Oh ja, nice. Mehr Platz. Meine Eltern sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid. Brauchst du nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und... Ist doch was Gutes, nicht? Total was Gutes in solchen Zeiten. Das ist nämlich die Chefingenieurin da oder die Chef-Durchgeknallte. Ein Träumchen. Das heißt, in dieser Zwischensequenz werden wir auf jeden Fall irgendwie das Mädel rausgezogen haben. Und ich habe es natürlich übersprungen. Das heißt, ich darf jetzt die Zwischensequenzen auch nicht mehr überspringen. Herzlichsten Glückwunsch. So, jetzt können wir uns ja... Was können wir aus der Munition machen? Kombinieren? Nee, das wollen wir nicht. Speichern. So, jetzt ging's hier nach oben, ne? Hier.
Komm schon. Da drüben! Geht's nicht raus! Es ist zu. Tja, wer hätte das gedacht, dass hier zu ist? Das muss es, glaube ich, erstmal mega hart knallen, ne? Moment, warte mal, die hat doch das scheiß Bändchen. Kommen wir nicht damit irgendwo schon hin? Irgendwo ging ja doch eine Polizeidingens auf. Muss ich die erst irgendwo drücken? Parkkarte. Ha. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Ach, tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Oh, wer ist er denn? Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das meinen Sie nicht ernst. Auf den Boden. Jetzt. Sherry, fessel Ihre Hände. Wieso tun Sie das? Sei still. Tu es. Okay, dann. Du gehorchst mir jetzt, oder sie ist tot. Nett. Was soll dieser Mist? Kindeswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Wie heißt du? Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, du kommst jetzt mit mir oder sagst du wohl zu Claire? Okay, okay, ich gehe! Sie bringen mich besser zu meiner Mom! Natürlich! Hör nicht auf ihn, er lügt dich an! Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job! Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, weil... Oh ja, das wäre... Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Ich hatte mich schon gefreut, dass ich einfach aus der Tiefgarage komme, ohne wieder alles zu machen. Aber nein! Sei vorsichtig, Sherry. Okay. Erst die Karte. Und dann bekommt das Arschloch, was er verdient. Ja, Shaki, grüß dich. Ich danke dir. Glückwunsch zu deinem Auto, auch wenn es ein Krampf war. Es ist immer noch ein Krampf. Da ist ein Schaden am Gummi vorne an der Windschutzscheibe. Der muss getauscht werden. Und hinten die linke Tür ist nicht in der Flucht. Das wird auch noch gemacht. Aber das dauert noch einen Augenblick. Ich habe doch das Medaillon aufgehoben. Warum kann ich das mir nicht angucken? Ja, aber... So an sich ist es erstmal cool. Ganz chillig. Also das Auto macht doch Spaß zu fahren, auch wenn es eine Handschaltung ist. Der ja, es ist ein Neuwagen. Das ist ein Neuwagen, genau. Das habe ich auch geguckt. Ja, super, entschlüsselt, echt. Geil. Schlüssel, den ich nicht habe. Haben wir hier. Raccoon Monthly Junior Ausgabe. Ach, ist der das? Das ist der Polizeichef. Aufgepasst, Helden von Raccoon City. Wer ist der zwar gefürchtetste, aber auch respektierteste Mann der Stadt? Die Antwort sollte jeder Bürger unseres schönen Städtchens kennen. Genau, Polizeichef Brian Irons. Der Mann, der die Verbrecher überall das Fürchten lehrt und uns sündigen Bürgern ein strenger Vater ist. Chief Irons ist bekannt für seinen Einsatz für das Waisenhaus und missbrauchte Frauen. Den Schutz von Kunstwerken und den Tierschutz. Und das noch nicht alles. Nur wann schläft unser Held? Auf Nachfrage antwortet Chief Irons mit einem sanften Lächeln. Die Stadt ist wie eine große Familie. Ich tue für sie nur, was ich auch für meine Familie tun würde. Cooler Typ. Miss Kell ist der Polizeichef?
Ach du Scheiße, Fortqualität geht ja früh los, ja. Ist gefertigt in Spanien. So sieht's nun mal leider aus, leider Gottes. Was haben wir hier? Lass mich raten, außer Betrieb. Ja, Express, Lift zum Chefbüro. Ich habe gelesen, dass es durchaus vorkommen kann, dass die Tür ein. Also, dass manche Türen nicht in der Flucht sind. Habe auch schon diverse Sachen gelesen. Dass im Internet das auch andere Leute betroffen hat. Aber sollte natürlich nicht sein, ne? Logisch. So, 7439. Da wissen wir Bescheid. Hier ist der Schlüssel, glaube ich, drin. Ist halt ärgerlich. Kann sein, es kann passieren, dass die einfach absacken, während das Auto steht oder verschickt wird. Und ich vermute mal, das wird passiert sein. Aber ich habe erst am 14. Termin, ey. So, das kennen wir ja schon mit dem Raccoon, dass man nicht auf die Viecher schießen soll. Und hier, die stehen auf jeden Fall wieder auf. Später. Weil hier gibt es nochmal Munition. Wow. Eine übrig, wieder ein Slot belegt. Ja, ist halt ärgerlich. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob mein Auto wirklich ein Kurvenlicht hat. Das sah jetzt nämlich erstmal nicht so aus. Aber es kann halt auch sein, dass ich kenne es halt nicht so wirklich, ne? Also die Karre, die ich vorher gefahren habe, die hatte sowas bei weitem nicht. Und deswegen muss ich erstmal gucken. Auf jeden Fall hat er weniger Ausstattung, als ich dachte. Ich hab drüber geschossen, das kann jetzt nicht sein. Lebt noch. Alles klar. Schon wieder daneben geschossen. Was bin ich denn für ein Vollhonk? Wo ist der andere? Den hat jetzt erstmal gekocht, eher gebraten. Ach, guck mal an. Rechts oder links? Klar. Wenigstens keine Hunde. Hahaha. Dafür zwei Licker. Träumchen. Das ist eine scheiß Arbeit, das richtig einzurichten. Immer wenn ich an Türen schraube, dann markiere ich mir alle Positionen. Ja, das machen die natürlich. Also dafür kriegen sie ja... Ich habe ja noch Gewährleistung auf den Scheiß. Ah ja, die Kurbel fehlt. Ach ja, die Leichenhalle, der steht auch gleich wieder auf. Kennen wir ja schon. So, okay, da war nichts drin. Das brauchen wir nicht unbedingt. Die brauchen wir auch nicht. Auch nichts. Irgendwo lag hier einer. Ich weiß aber nicht, ob. Irgendwo lag hier einer drinne. Ich weiß nur nicht, ob die genauso platziert sind wie in dem anderen Game mit Leon.
Der hat, glaube ich. Ist das eine Handgranate oder eine Flashbang? Das ist eine Flashbang, brauchen wir auch nicht gerade. Auch nichts drin. Den lassen wir gleich mal da, wo er ist. Bin mir gerade nicht sicher. Der kam eh, glaube ich, rausgespecht. Der hatte den Schlüssel, möchte ich sagen. Oh, ich bin so kacke, mein Gott, das geht gar nicht. Du Scheiße! Du Arschloch! Macht sehr viel Schaden, muss ich sagen. Ja, da war doch der Schlüssel da. Hier noch was drin? Nee. Steht eh nochmal auf. Wie ist der, sag ich hier. Und der andere da? Och. Der ist doch nicht zu fassen. Natürlich hätte die scheiß Hand dahin. Kannst du jetzt mal bitte sterben? Alter, was zum... Oh. Ihr atmet doch schon wieder was. Hab ich doch gerade gehört. Die sind es auf jeden Fall nicht. Warum zeigt er mir das eigentlich als rot an? Ist der noch irgendwo was? Ach ja, das da. Geh mal ran, damit es markiert wird. Ach du Kacke. Gar nicht nervig seid ihr. Was zum Teufel? Die scheiß Zunge, ne? Lebt noch. Klar. Manchmal frage ich mich auch wirklich, wie oft ich in dieses Scheißvieh noch einballern soll. Zweimal Explosivgeschoss. Ja, das zweite war nicht direkt getroffen, aber es ist ja ein Explosivgeschoss. Und dann nochmal mit der Uzi ein halbes Magazin oder Magazin rein. Also manchmal frage ich mich echt. Manchmal ist es komisch. Ja. Ging genau richtig. Stehen gleich wieder auf. Scheiße, das brauchen wir wieder alles nicht hier, ne? Gab's hier noch einen Spind irgendwas? Ja, total sinnlos, geil! Ja, nischt. Schnell raus, bevor die wieder aufstehen. Ich würde gerne mal speichern. Ich kann mich ja nicht durch, ne? Die Tür war so verschlossen, die kann verschlossener gar nicht sein. So, Moment. Ah, da war ich doch schon ganz richtig mit dem. Eine Pistole liegt drin.